Ja, es geht jetzt wieder darum, die Produktregel anzuwenden. Die Produktregel abgekürzt heißt ja U mal V abgeleitet ist U-V plus UV-. Ich weiß, viele mögen das nicht. So, und dann müssen wir wieder Rollen zuweisen. Das hier ist U, das ist V. Und jetzt leiten wir ab. U-3x minus 4 abgeleitet ist einfach nur 3. Und das V schreiben Sie so, wie es ist, ab. Plus, das ist dieses Pluszeichen hier, U, dann schreiben Sie das U einfach so, wie es ist, ab, mal V-. Ja, jetzt ist die Frage, was ist E hoch 4x plus 2? Was ist davon die Ableitung? Ja? 4 mal E hoch 4x plus 2. Sehr gut. Und das bitte nicht vergessen, wenn Sie allgemein E hoch AX plus B ableiten müssen. Und das ist eine Z-Formel, die müssen Sie in- und auswendig können. Ja? Die muss einfach laufen. Also E hoch AX plus B abgeleitet ist A mal E hoch AX plus B. Bitte in- und auswendig lernen. Und die wenden wir hier an. Also haben wir hier mal 4 mal E hoch 4x plus 2. So, Sie können das meiner Ansicht nach können Sie so stehen lassen. Aber manchmal heißt es ja auch vereinfachen. Und Sie sehen, Sie haben ja hier den gleichen Faktor wie hier. Dann können wir hier ein E hoch 4x plus 2 ausklammern. Und dann bekomme ich hier meine 3. Und dann, da ich ein Plus dazwischen habe, aufpassen mit der 4. Plus 4 mal 3 ist 12x. Plus 4 mal minus 4 ist minus 16. So, das käme also raus. Und das können Sie noch zusammenfassen zu E hoch 4x plus 2 mal 12x minus 13. So, wir kommen zur nächsten Aufgabe. X mal Cosinus 2x. Und dann ist wieder das hier U und das hier V. Also U', das ist 1 mal V, Cosinus 2x, plus, das ist U'V, plus U, U war ja das X, V'. Die Ableitung von Cosinus 2x. Ja? 2 mal minus Sinus von 2x. Genau, die innere Ableitung ist 2, die äußere Ableitung ist minus Sinus g. Also 2 mal minus Sinus 2x. Also schreibe ich da mal minus, also hier Minuszeichen, minus 2 Sinus 2x. Kann man leider nicht mehr zusammenfassen, nur noch, was weiß ich, ohne die Klammern und ohne die Einschreiben. Das wäre Cosinus 2x minus 2x Sinus 2x.